Mein Name ist Raf Camora, aka Raf 3.0, aka Raphael Ragucci. Ich bin Produzent, Sänger, Rapper, aufgewachsen in Wien, um genauer zu sein, Rudolfsheim 5 Haus. Ist auf jeden Fall nicht einer der besten Bezirke von Wien, aber ist halt mein Heimatbezirk. Und ich bin vor 5 Jahren nach Berlin gezogen, weil ich dort meinen ersten Deal bekommen habe. Aber komme auf jeden Fall sehr oft zurück nach Wien, um Familie, Freunde zu besuchen. Aber allerdings reduzieren sich diese Freunde, also der Freundeskreis natürlich, wenn man im Ausland wohnt, dann plötzlich nur noch auf sehr, sehr wenige Menschen. Und man merkt erst, wenn man weg ist und wenn man quasi isoliert im Ausland wohnt, wie wichtig die Familie eigentlich wirklich ist. Ja, wenn ich zu Hause bin in Wien, mache ich jetzt statt groß Party mit den Freunden, bleibe ich lieber zu Hause und verbringe irgendwie Zeit mit der Familie oder bin mit Nasa im Studio. Und das ist auf jeden Fall der einzige Weg für mich, wie ich abschalten kann von dem ganzen verrückten Business, was ich da in Berlin da die ganze Zeit am Laufen habe. Schon verrückt, wenn man ein paar Jahre weg ist aus der Stadt, wie sich die ganze Stadt verändern kann. Also Menschen, die man gekannt hat, mit denen man unterwegs war, fallen ganz, ganz tief, werden irgendwelche Penner, Junkies. Die anderen, mit denen man war, wo man dachte, aus denen wird nichts, sind plötzlich irgendwie Clubbesitzer oder Politiker oder was weiß ich. Und all das in ein paar Jahren. Ja, ich selbst war vor 5 Jahren in einem Sumpf voller Probleme, Hektik, irgendwelchen stressigen Menschen, Betäubung, Alkohol. Und musste irgendwie ausbrechen. Daher war das für mich Berlin. Ich wusste auch, als ich quasi den Entschluss gefasst habe, wegzugehen, dass es für mich nicht einfach sein wird. Denn für mich bedeutet das quasi, meine Freunde, meine Freundin, die Familie alle zurückzulassen. Nur für Musik sozusagen. Aber ich musste es tun, weil es meine Bestimmung ist und daher raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Als ich nach Berlin kam, war das für mich ein ganz, ganz neues Kapitel. Also meine erste Wohnung konnte man nicht mal Wohnung nennen. Das war so ein 10 Quadratmeter Zimmer ohne richtigen Stromanschluss und mit einer Art Draht an der Wand, den ich als Kleiderschrank benutzt habe. Und ich habe wirklich manchmal wochenlang mit ein paar Euros gelebt, die würde ich heute innerhalb von 3 Sekunden einfach ausgeben. Ganz, ganz easy. Ja, Anfang war ich mit Beetlefield und dann lernte ich mit der Zeit Debo kennen. Er ist guter Junge und über sein Label Wolfpack habe ich alle meine bisherigen Alben rausgebracht, darunter auch Artcore zusammen mit Nasa. Er ist allerdings in Wien geblieben. Ja, ich habe heute jetzt 5 Jahre später in Berlin meinen eigenen festen Kreis von Menschen gebildet, mit dem ich zu tun habe, weil ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass es wichtiger ist, 5 Menschen um sich zu haben, auf die man zählen kann, als irgendwie 500, die einfach nur da sind, um mit ihnen Witze zu machen und zu lachen, weil mit Lachen hat noch nie ein Freund jemandem geholfen, sondern da geht es wirklich einfach um Werte und das habe ich mit der Zeit gelernt. Das Leben eines Musikers unterscheidet sich nicht wirklich von dem eines anderen Geschäftsmannes. Bis auf Konzerte und ein paar Frauen, die am Nachhinein natürlich, aber ansonsten ist es ziemlich dasselbe wie in jedem anderen Job. Mein Büro ist halt eben das Studio. Inzwischen habe ich mein eigenes Studio in Berlin. In diesem Studio produziere ich alle möglichen Deutschrap-Alben, misch das und so weiter. Wenn ich wirklich lange Musik machen will und wirklich quasi musizieren will, gehe ich aber oft mit Hamudi ins Studio und da arbeiten wir zusammen an Songs. Weil das Ding ist, wenn man lange, lange alleine im Studio abhängt, kann man auch sehr merkwürdig werden. Denn
Es gab auf jeden Fall bei mir auch Zeiten, an denen ich mein Handy einfach abgedreht habe und manchmal wochenlang mit niemandem geredet habe, weil ich nur einfach fokussiert auf die Arbeit im Studio war. Und sowas versuche ich jetzt auf jeden Fall zu vermeiden. Leute. Der Anfang der Karriere ist zwar am schwierigsten, aber noch schwieriger ist es, auf seinem Weg Ausdauer und Balance zu halten. Und die behält man wirklich nur, wenn man bewusst darauf achtet, sich nicht selbst zu zerstören. Und das vergessen oft sehr, sehr viele Leute. Ja.